Spieletestergruppe Extraleben aus der Stadtbibliothek Minden begrüßt euch heute bei allerbestem Wetter zu unserem ersten Outdoor-Test zu The Binding of Isaac 3D. Nee, warte, was stimmt da nicht, Lukas? Finn, du hast recht, denn in unserem Test geht es heute um One More Dungeon. Also, was wir heute in unserem Video-Review mal für euch ein bisschen weiter unter die Lupe nehmen werden. So, ich erzähle jetzt was zur Story, was auf Deutsch so viel wie Geschichte heißt. Zuerst sage ich aber was zum Genre des Dungeon Crawlers generell. Dungeon Crawler sind Spiele, wo es darum geht, in möglichst viele Dungeons, also Verliese, Labyrinthe oder dergleichen, zu bezwingen, zu lösen, wie auch immer. Und diese halt zufällig generiert werden. Genau, dann zur Story des Spiels an sich. Das Spiel enthält keine wirklichen Story-Elemente, was das Spiel hätte interessanter machen können, aber nicht hätte müssen, weil man weiß ja immer nicht so, was die Story ist oder halt nicht. Andererseits stellt sich die Frage, ob man überhaupt eine Story braucht oder ob das Spiel das an sich halt nicht, also dass es halt nicht benötigt wird. Man sich aber letztendlich selbst eine Geschichte denken kann oder es halt lassen kann, wenn man darauf keinen Bock hat. Aber weil dieses Spiel halt keine Story an sich hat, lassen wir das halt außen vor bei der Gesamtbewertung des Spiels. Kommen wir nun zum Gameplay des Spiels. Was uns als erstes sehr positiv aufgefallen ist, ist die simple Steuerung. Also man muss nicht viel finden oder nachdenken. Man hat es schnell mit ein bisschen Learning by Doing, hat man die Steuerung direkt raus. Dies ist allerdings auch direkt wieder ein kleiner negativer Punkt, das Learning by Doing, denn es gibt kein wirkliches Tutorial, also keine wirkliche Erklärung der Spielmechaniken. Also wenn man das Spiel gerade zum ersten Mal startet, weiß man gar nicht mal erst wirklich, wo muss ich überhaupt jetzt draufdrucken, um irgendwas zu machen. Nichtsdestotrotz ist es relativ einfach, sich das Wissen darüber selbst anzueignen. Was wiederum positiv ist, ist, dass es keine komplexen Menüs gibt. Also es ist wirklich alles sehr übersichtlich und man findet sich sehr gut im Spiel und in den Menüs zurecht und es ist nicht unter 50.000 Unterpunkten verborgen. Was uns doch noch wiederum negativ aufgefallen ist, ist die Motivation. Also genauer gesagt die Langzeitmotivation, denn wie schon von Finn eben gesagt, es gibt keine wirkliche Story, es ist immer das gleiche, was man macht. Das einzige, was sich ändert, ist das typische Prinzip eines zufallsgenerierten Dungeon Crawlers, denn dass die Level immer zufällig sind, also es ist nie das gleiche. Dazu kommt noch, dass man sich vor Spielbeginn Modifikatoren anschalten kann, die dann einem entweder das Spielerlebnis vereinfachen oder erschweren. Da sind alle möglichen Arten von Modifikatoren dabei, also da ist jedermann etwas geboten. Ja, und jetzt haben wir noch ein paar kleine Negativpunkte, und zwar die Steuerung der Kamera, also oder auch die Maussteuerung, denn man kann sich nicht wirklich mit der Maus komplett dynamisch umsehen. Mal, wenn man sich umdreht zu einer Seite, dann dreht man sich um komplette 90 Grad und man kann sich nicht nach oben und unten umschauen. Das ist uns ein bisschen störend aufgefallen. Apropos störend, wir haben noch die Karte, die, wenn man sie öffnet, den gesamten Bildschirm einnimmt. Und dazu kommt noch, dass das Spiel leider nicht pausiert wird, denn dann kann es leider sein, dass wenn man sich mal eben kurz die Karte beguckt, oh, wo muss ich denn hin, wo war ich noch nicht, dass man dann gerne mal von einem Gegner überrascht wird und dann ist man schneller Game Over gegangen, als man Dungeon sagen kann. Ja, was uns leider noch als großer Negativpunkt aufgefallen ist, ist der fehlende Multiplayer, da dieser doch sehr viel Potenzial geboten hätte, mit anderen Spielern zusammen im Koop-Modus die Dungeon zu durchstreifen. Kurze Erklärung, Koop heißt, dass man zusammen mit anderen Spielern spielt, aber dieser ist leider nicht gegeben und daher in unseren Augen verschenktes Potenzial. Nichtsdestotrotz macht das Spiel auch alleine sehr viel Spaß und deswegen geben wir 3 von 5 Extraleben. Kommen wir nun zur Atmosphäre, wo wir sehr viel Positives zu sagen haben. Nämlich, dass das Setting des Spiels sehr gut zur Pixelgrafik passt, also
Es sieht super aus und es passt einfach perfekt und ist von so einem mittelalterlichen Stil angehaucht, was sehr, wie gesagt, schon sehr gut passt. Dazu passen auch super die Sounds und die Musik, die ergänzen das alles hervorragend. Darüber hinaus finden wir auch Gegner, sehr witzig und cool gestaltet sind. Und außerdem finden wir die Mischung aus 2D- und 3D-Elementen ziemlich gelungen. Was wir von den Sounds aber leider noch negativ zu berichten haben, ist, dass die auf Dauer so ein bisschen nervig sein können, da das Spiel ja darauf aufbaut, es immer und immer wieder zu spielen. Und deswegen finden wir, dass wir der Atmosphäre 4 von 5 extra Leben geben können. Kommen wir nun zur letzten Kategorie, den Extra-Leben. Extra-Leben heißen uns so viel wie Zusatzpunkte für Einzigartigkeit. Und dazu hätten wir bei diesem Spiel drei Punkte. Und zwar erstens die Möglichkeit, halt diese Modifikatoren zu verwenden. Zum zweiten, dass halt diese Level immer zufallsgeneriert werden. Und zum dritten, diese Mischung aus dem zweidimensionalen und dreidimensionalen. Kommen wir nun abschließend noch zur pädagogischen Bewertung von Lukas. Yeah! Da bin ich! One More Dungeon. Ich finde es schön, dass das Spiel so einfach ist. Zumindest wirkt es am Anfang sehr einfach. Also man weiß nach ein paar Mal Spielen direkt, worum es geht. Und es ändert sich da auch nicht mehr viel. Aber wie die beiden Jungs schon gesagt haben, was natürlich ein bisschen blöd ist, ist, dass man am Anfang wirklich gar nicht weiß, was man machen muss. Also keine Steuerung erklärt bekommt, die muss man halt nachgucken. Es gibt kein Intro, kein Tutorial. Ein bisschen schade. Die Stimmung, haben die Jungs wirklich schon gesagt, ist sehr gut. Ist manchmal aber auch wirklich ein bisschen düster. Dadurch, dass das ja eine Pixeloptik ist, ist das jetzt nicht so schlimm. Aber man sieht zwischendurch auch tote Gegner und da kann man das schon manchmal ein bisschen in Frage stellen. Deswegen würde ich auf jeden Fall das Spiel erst Kindern und Jugendlichen ab 12 Jahren empfehlen und die auch vielleicht ein bisschen Faible für diesen Mittelalterbereich haben. Was man vielleicht auch noch sagen kann, das Spiel ist auf Englisch. Das heißt, für jemanden, der englischen Sprache nicht so mächtig ist, der muss sich auf jeden Fall da ein bisschen reinfuchsen. Aber ansonsten ist es ein lustiges Spiel und für zwischendurch auf jeden Fall ganz cool geeignet. Genau, und von Finn kommt jetzt die abschließende Beurteilung. Genau. Nach all diesen Kriterien geben wir One More Dungeon nun 3,5 von 5 Extra Leben.